Bei uns erhalten Sie eine große Vielfalt an Klebstoffen. Die Wahl eines passenden Klebstoffes ist natürlich abhängig vom zu verklebenden Material. Wir haben die Vielfalt, Sie haben die Wahl. Unser Combicol Super N Weißleim ist der Klassiker für die Werkstatt. Mit ihm kann man verschiedenste saugende Materialien verkleben, wie zum Beispiel Linoleum. Der Universalleim wird einkomponentig verarbeitet und erfüllt, dank seines hohen Festkörperanteils, die Anforderungen der Beanspruchungsgruppe D3. Er ist beständig gegen Wasser und Wärme. Der Auftrag erfolgt dünn, gleichmäßig und zügig mit einem Leimauftragsgerät. Eine Möglichkeit für die Flächenverklebung ist unser Redocol Sprühkontaktkleber. Der Klebstoff im Tank ist sofort einsatzbereit. Die Anwendung ist somit auch direkt auf der Baustelle möglich. Der methylenchloridfreie Kontaktkleber eignet sich ideal für Werkstücke mit Rundungen oder Formteile. Der Klebstoff ist schnell trocknend. Die Fingerprobe zeigt, ob der Klebstoff ausreichend abgelüftet ist und die Elemente miteinander verklebt werden können. Drückt man mit dem Finger auf die Klebstofffläche, darf kein Kleber am Finger bleiben. Es entsteht sofort und ohne Presszeit eine feste Verbindung. Das Werkstück kann direkt eingebaut oder weiterverarbeitet werden. Hier sehen Sie unseren Redocol Osterpur PU-Kleber. Er ist die richtige Wahl, wenn es um Anwendungen geht, die besonders resistent gegen Wasser und Wärme sein müssen. Dies betrifft Oberflächen, die später im Schaufenster, Wintergarten sowie unter großen Lampen oder Strahlern stehen. Der lösungsmittelfreie, feuchtigkeitsvernetzende PUR-Klebstoff erfüllt die Anforderungen der Beanspruchungsgruppe D4 und bietet damit eine hohe Beständigkeit gegen Wasser und Wärme. Anders als bei Weißleim oder Sprühkontaktkleber ist dieser spaltüberbrückend. Aufgrund einer kurzen Presszeit kann das Werkstück schnell weiterverarbeitet werden. Hier sehen Sie nur einen kleinen Teil der großen Klebstoffvielfalt von Ostermann. Bei Fragen zu Anwendungen oder Produkten steht Ihnen unser Service-Team beratend zur Seite.